Ein herzliches Willkommen auf meinem YouTube-Kanal Gaming TV. Also heute spielen wir selbstverständlich wieder wie gewohnt den Euro Truck Simulator 2. Ich habe ihn schon längere Zeit nicht gespielt. Heute mit auch, was ich noch nicht gesagt habe, neue Mikrofonständer. Ja. Das Ding ist ein bisschen, wie gesagt, mit den Schrauben hier so. Aber es sollte gehen. So, so ist das besser. Dann schauen wir mal, was wir denn zu fahren haben. Ich denke, wir machen heute mal einen Schnellauftrag, weil ich will mir jetzt nicht meinen LKW, dann musst du da noch hinfahren. Nee. Ich will heute mal was Schnelles, was Einfaches fahren und gut ist. So. 7 Stunden. Das ist ein bisschen arg lange. Gibt es da was Kürzeres vielleicht? Es ist auch durch die. Ach komm, dann nehme ich lieber meinen eigenen, wenn das so solche längeren Strecken sind. Gucken, wo wir stehen. Ach, umgekippt sind wir. Wie geht das mit F1? War das so? Ja, so war das gut. Einmal Werkstatt. Dankeschön. So, muss ich mal gucken, dass ich den Lautsprecher hier irgendwie weiter wegstelle, dass nicht das. Warte mal, wir könnten theoretisch auch den. Mal jetzt mal den Motor anmachen. Stelle ich das einfach leiser und dann passt das. Dann ist die Audio nicht in dem Mikrofon zu hören. Also ich höre das so gut wie nicht oder ich mache es für mich aus, dann höre ich das nicht. Ja. Dann reparieren wir mal diesen LKW. Wenn ich das lauter habe, weiß ich nicht, ob man das auch hört. Doch das Tastendrücken hört. Ach, Leute, ich bin gerade von Arbeit gekommen. Und ja, jetzt habe ich mir gedacht, ich mache ein Video. Schön mit dem Kaffee. Ja, genau. So, Leute, dann fahren wir jetzt die Tour, die wir haben. Naja, gut, die Wache ist ein bisschen beschädigt. Gott, man macht doch mal das Navi dahin. Wie geht denn das? Irgendwie muss das doch auch gehen. Ich weiß jetzt nicht, wie das geht. Ach so. Ja, ich bin so ein bisschen verwirrt. Ich habe das Spiel schon lange nicht mehr gespielt, deshalb. So. Wie war der Blinker hier, ne? Gut, alles klar. Ich mache jetzt so, als wenn ich das Spiel zum ersten Mal wieder seit längerem fahre, ne? Oder seit. Also wenn ich es jetzt zum ersten Mal fahre. Ja, es ist schon ein bisschen länger her. Das letzte Euro-Truck-Ding, da war ich noch oben in der Wohnung. Aber dann habe ich tausende Sachen habe ich jetzt im Kopf und ich komme manchmal auch zu nichts mehr. So. Und auf die Videos, die hier. Ich sag's jetzt nur kurz, es wird da auch kein Video zu geben. Ich sag's nur kurz als Anmerkung. Die sind verschwunden, weil es da persönliche Probleme gab und diese Videos werden auch auf meinem Kanal zurzeit nicht unterstützt, weil da mit der Person, es ist zwar geklärt, aber in Sachen Videos da noch was in Klärung ist. Genau. Dass ihr da Bescheid wisst und euch nicht wundert, warum ich da jetzt, auch wenn er wieder Reaction machen sollte,
auf meine Videos, das kann er gerne tun. Boah, das war ein bisschen schnell. Oh gut, jetzt nur im Spiel. Da habe ich zwar nichts gegen, aber solange er seine Ausbildung macht oder beziehungsweise brauche ich der ganzen Sache jetzt nicht so, dass ich sage, na gut, mache ich wieder Reaction auf ihn. Dann wisst ihr auch da Bescheid. Gut. Was sind wir denn hier? Junge. Was ist das eigentlich für ein Quatsch? Dann soll ich da runterfahren und da wieder auf? Was ist das denn? Das ist ja ganz merkwürdig gemacht. Aber gut, machen wir's. Och, du doofe Ampel. Das fällt dir aber früh ein. Sehe ich das doofe Ding nicht. Ampeln, das kann echt nervig sein manchmal. In meinem Ort Kassel, ne? Eine Ampel, die nächste und die übernächste, ne? Und den Blinker vergessen. Ich muss hier auch noch vielleicht mal rumfahren. Dankeschön. Wer hier so eine doofe Ampelschaltung macht, kann ich nichts dafür. Also für die Leute, die hier jetzt neu auf meinem Kanal sind, wundert euch nicht, warum dieser LKW auch ein bisschen heftig zieht. Da ist ein Sportmotor drin. Also es ist ein Mod, der da drin ist, also der Motor halt. Und deshalb zieht der sehr heftig. Also ich kann auch 200 fahren, wie es mir halt passt. Aber ich habe diesen Motor unter Kontrolle, man soll es nicht übertreiben. Und man kann sich mit dem Ding auch überschlagen. Seht ihr, guck, der fährt schon 120. Wir lassen den mal bei 150 oder 130. Dann ist das gut so. Die Kurve, die war echt schon heftig, Junge. Heftig, heftig. Er zieht aber als auf links. Soll er aber hier bleiben, Junge. Warum fährst du 32? Du sollst deine 30 fahren und nicht mehr. Oder deine 130. Ja gut, das sind jetzt glaube ich noch 200 Kilometer, das ist für den LKW nix, aber gut. Es war glaube ich, ich weiß nicht wie das war, ich habe glaube ich ein Video aufgenommen, aber ich nicht hochgeladen, weil ich glaube ich dann Umfang gebaut hatte. Da hatte ich da auch was vor, aber ich weiß es nicht mehr ganz genau wie das da war. Das fällt denen jetzt aber früh ein. Da muss ich ja auch richtig in die Eisen gehen. Digga. Mal seht ihr auch mal, wie schnell der wieder bremsbereit ist. Ach komm, das ist mir jetzt zu blöd. Das macht man normalerweise nicht über einen Pannenstreifen, aber ich mache es jetzt, weil ich diese Banausen hier loswerden möchte. Ich will auch mit der Tour jetzt zeitig fertig werden. Ja, das ist, wenn man nicht aufpasst. Jawoll!
Ich glaube, ich schaff's nicht. Ja, gut. Dann beenden wir das jetzt und dann mache ich eine andere Tour, weil ich fahre das jetzt, glaube ich, nicht zu Ende. Suchen wir was anderes raus. So. Das werden wir jetzt extra beenden. Was ruckelt denn das jetzt hier so? Klicke jetzt einfach irgendwo mal drauf. Oder warte mal. Ach, da warst du eben. Ist ein bisschen mir alles heute zu nervig. Du machst jetzt, Leute. Ist die Box noch alles super? Oh, egal, dann ist ja halt irgendwann alle. Dann ist es so. Ja, gut, dann machen wir, keine Ahnung. Weiß ich nicht, dann müssen wir irgendwas Kleines fahren. Es ist gut, du doofes Ding dahin, sonst schalte ich dich gleich aus. Ich weiß, dass du leer bist. Ich habe jetzt aber hier nichts dabei, um dich da zu laden. So. So. Dann machen wir es anders. Wir machen jetzt einfach eine Schnelltour. Müssen wir gucken, Kurzstrecken. Low battery, please charge. Was habe ich denn gesagt, du doofes Ding? Ach, das ja, das können wir nehmen hier. So. Dann muss das Ding wieder mal in die Werkstatt. Weil wir ja so. Ja. Durch den LKW war das echt toll. Aber ja, gut. Die Box, die verabschiedet sich jetzt. Low battery, please charge. Und du gehst jetzt aus, sonst werde ich dich gleich entsorgen. Power off. Oh, Ding, ich brauche nicht dein Gejaule in diesem Mikrofon. Dankeschön. So. Weil das ist mir einfach zu blöd. Jedes Mal. So. Wo muss man hin? Ich will das nicht sehen. Ich will sehen, wo ich hin muss. So, wo muss. Da müssen wir hin. Ist das da ich hier? Mit Nummer 6, 5. Das ist ja echt eine beknackte Einfahrt hier. Ach, schon wieder so ein Rolltor, Leute. Wie ich diese Dinger liebe. Jetzt geht's auf. Manchmal, da, ich kenne andere Ecken, da fährst du und dann knallst du da voll Leute gegen. Was ist das denn für ein Scheiß jetzt hier? Was fährt denn der einfach hier rein? Da hat er doch überhaupt nichts drin zu fahren. Nur weil der pennen will, hat er trotzdem nicht reinzufahren. Gib doch mal Gas. Es wird erst das Ding, den Auftrag angenommen und dann kann man immer noch wo parken, wo schlafen kann. So.
So, machen wir den kurzen Auftrag hier. Weißt du, wir lassen das mit den Ankuppeln dann so. Nochmal Werkstatt. Dann gucken wir da, wo dann eine Dingsmöglichkeit ist. Und ist gut so. Gut. Hier oder was? Ja, es geht wahrscheinlich nicht, weil das Ding hinten dran ist. Taste T drücken, halt doch mal an, Dankeschön. Das will ich nicht, Dankeschön. Ich will, dass der Motor jetzt ausgeschaltet wird. So. Dass das immer so umständlich ist. Naja gut, ich sag mal so, ich habe das Spiel jetzt schon länger nicht gespielt. Ich habe leider auch jetzt einen schlechten Tag erwischt. Aber ja, es passiert ab und zu mal. Ist denn eigentlich hier mit der Maus los? Mit der Kamera so. Das ist genau das, was ich hasse. Doofes Ding. So. Wofür halte ich denn da an? Hätte ich auch da drüber schießen können. Hier rein oder was? Der wäre nur 50 Sachen. Das war doch so klar, nur ein bisschen angedotzt steht das Ding gleich. Gott, das ist ein Fest. Das war doch eine blöde Idee, das machen wir nicht nochmal. Nee, weil so abgeflachte Kreisel, das ist so eine Sache. Ich habe das auch schon mal gemacht. Woanders, aber bin ich da drüber gefahren. Ende vom Lied war, dass ich mit dem kompletten LKW im Graben gelandet bin. Mit Waren noch hinten dran. Sag mal, was rollt denn der jetzt zurück? Der soll stehen bleiben. Ja gut, den Blinker, das können wir uns jetzt schenken. Ich werde jetzt erstmal hier abbiegen. So, dann werden wir, ich würde sagen, wir fahren 110 oder meinetwegen 112 und schneller würde ich sagen, fahren wir nicht.
Dann machen wir ein 30-Minuten-Video und dann ist gut. Ich lade das jetzt auch ungerendert dann hoch, also da wird jetzt nichts rausgerendert. Sei denn, ich sehe da, was an dem Video nicht so in Ordnung ist. Ansonsten bleibt das so. Gut, naja gut, ich denke mal, das werden eh jetzt zwei Teile. Weil die Tour werden wir definitiv nicht schaffen. Ja, Auto, wenn wir nicht richtig fahren können, dann brauchst du dich auch nicht zu beschweren. Wenn wir nicht richtig fahren können. Wenn ich da jetzt abgefahren hätte gemusst. Weißt du, was ist denn mit der Kiste? Also als legt sich diese Karre hier hin. Bin doch nicht schnell gefahren, ich verstehe das nicht. Stehen wir wieder hier. Blöde Dreckskarre, ganz ehrlich. Ach, war schon anstrengend genug, dann kannst du hier sowas auch noch gebrauchen. Also, wie gesagt, ich habe heute schon, der Kopf ist schon nicht klar genug und dann kriegst du noch solche Probleme, hier fällt dir die Karre wieder um. Ich habe keinen Bock, noch wieder ein neues Video zu machen, weil das jetzt nicht klappt. Victor. Da hat er aber echt Glück gehabt, sonst hätte ich ihn wäre weggeflogen. Jetzt habe ich die Zeit erfindet, jetzt müssen wir Gas geben. Sag mal, das ist ein... Nee, komm, dann lassen wir das jetzt. Das Video ist hier an der Stelle beendet. Ja, Leute. Dann lasst gerne ein Abo da. Ja, bis dann. Ciao. Ja Leute, ich will noch mal was dazu sagen wegen dem Unfall. Also wie gesagt, ich habe heute nicht so einen klaren Kopf, deshalb wollte ich eigentlich ein Video machen. Ich habe jetzt auch ehrlich gesagt jetzt keinen Bock, jetzt ein zweites Video zu machen, dass es jetzt endlich klappt. Deshalb nimmt es mir nicht böse, dass ich so reagiert habe, wie ich reagiert habe. Aber ihr könnt gerne ein Abo da lassen für den Müll. Und wenn nicht, dann lasst das sein. Und aber wie gesagt, ich bin heute nicht in der Lage, heute ein Video richtig aufzunehmen. Sorry, aber es geht nicht anders. Genau, dann wisst ihr Bescheid. Könnt trotzdem ein Abo da lassen. Jo, bis dann. Ciao. Gaming TV ist raus.